Da sind wir wieder bei Scribblenauts Unlimited. So, bevor ich aber mit dir hier irgendwas mache, würde ich erstmal gucken, was hier abgeht. Was hast du denn da für ein Zinken im Gesicht? Wenn du gibst ihr die alte... Was ist das denn? Moment. Meine Lügen machten meine Nase enorm. Ich verspreche, ich bin ehrlich, wenn du gibst ihr die alte Form. Ach so, das ist gereimt. Okay. Können wir... Ja. Ja gut, da hat er keine Nase dran. Hältst du da Dummkopf? Dammit. Ich krieg halt die Nase jetzt nicht mehr zu greifen. Hä? Ich will nur deinen komischen Zinken da nochmal haben. Also eigentlich kam ich da so dran und wenn ich dann da rausgegangen bin... Da, hölzerne Nase. Winzige. Okay. Will er jetzt? Nix. Wieso ist er immer noch so traurig? Da kommen wir hoch. Was will er? Ich hatte mal ein kleines Lamm. Es zu essen kam mir in den Sinn. Nun ist es weg. Ich weiß nicht wohin. Lamm. Junges Schaf. Das ist nicht mein Schaf. Super. Kriegst eine Ziege. Ein Steak. So. Oh, was will hier? Der Spiegel hält mich für hässlich ganz und gar. Wahr? Das tut weh, bitte sag, das ist nicht wahr. Hübsch. Okay. Okay, das gibt 7 Jahre Pech. Halt. Was willst du hier, Rumpelstilzchen? Ich spinne Gold in 0, nix, egal aus was und ganz ohne Tricks. Hier, versuch mal Stroh. Bitteschön. Rumpel dein Stiels. Yep. Meine königliche Braut zeigt sich im Nu. Leg Essen ins Bett. Und sie kommt nicht zur Ruhe. Machen wir mal mit einer Erbse. Da halten wir uns doch mal hier ein bisschen. Zumindest mal ein bisschen hier ans Märchen. Okay, ich will jetzt erstmal wissen, was mit ihr hier los ist.
Okay, ich glaube, da ist das H. Riesiger Haarball. Mal da auch nochmal winzige draus. Bloop. Ach, Alarm. Das Blöde ist, ich kann dich doch hier nicht... Ja, so sollst du aussehen, aber... Ja, das ist nicht mein Schaf. Können wir ihn wieder... ganz machen? Geheilt? Ich kann die halt nicht hier irgendwo dran singen. Ich müsste die eigentlich da irgendwie reinziehen oder sowas. Ah ja, hier kann ich mir noch Sachen vom Steam Workshop runterladen, okay. Ja, ich weiß, dass das nicht dein Schaf ist. Okay, also ich müsste ihn hier reparieren oder irgendwie... Kann ich ihn mit... Warte mal. Haha. Klebstoff. Ah! Okay. Bei dir ist Hopfen und Malz verloren. Diese Ratten sind außer Rand und Band. Ich brauche etwas Musikalisches in meiner Hand. Ich glaube, der Rattenfänger von Hameln hat einen Ghetto-Plaster, oder? Alles klar. So, was würdest du? Haben wir doch nur mehr gemeinsam. Dann machen wir dich erstmal klein. Okay. Oh, was willst du? Ich hustete und pustete. Doch das Haus blieb ganz. Bitte zerstör dieses Heim, wenn du es kannst. Okay, hier, kriegst einen Kran und dann machst du es selber. Schwein. So, Dino, ab. Weiter geht's. So. Huch. Schlafkindlein, schlaf. Bitte setz dem ein Ende. Ojemini. Hol mich hier runter. Sonst tue ich mir noch weh. Kann ich dich runterholen? Warte mal. Hier kriegst du Flügel. Passt schon. Okay, das heißt... Oh. Zurücksetzen, ja. Jetzt fliege ich mal nochmal ab, wo die anderen drei... Ja, das mit seinem Schaf, der geht mir gerade mal
sowas am, ihr wisst schon, vorbei. Die wollen nix, die wollen nix, die wollen nix, die wollen nix, die wollen nix. Oder muss ich da bei den drei kleinen Schweinchen noch was machen? Ich glaube, das ist so ziemlich das Einzigste, wo eventuell noch sowas sein könnte. Nee. Ventilator. Ja, der bläst natürlich in die andere Richtung. Okay, okay, okay. Dann fehlen mir trotzdem noch zwei. Ah! Da ist eine Katze auf dem Dach! Hilf mir, Kumpel, hilf mir! Miau! Hilf mir aus diesen Stiefeln raus, sie drücken so. Das ist ein Graus. Ach, du ahnst es nicht. Hm. Ja, das ist auch wieder. Ich würde ja gerne dann bearbeiten und die Stiefel einfach rausziehen, aber nö. Und da kriege ich die Stiefel auch nicht irgendwie anders. Okay, dann kriegst du eine Box. Pappe. Nee, so eine Box will ich nicht. Hier, so eine Transportbox. Lautsprecher, Holzbox. Na gut, dann nehmen wir hier Holzbox. Paket? Ist doch kein Paket! Da ist doch irgendwie eine Konserve! Große Stiefel. Ein Stiefelknecht. Stiefelfixer, ja. Stiefelhose, Stiefelputzer. Ja, hier, Stiefelputzer. Auf geht's. Ja, was auch immer. Hat halt durch die Stiefel, ja, dass die Stiefel geputzt werden, sie der Katze ausgezogen. Komm ich hier runter? Hilf Hänsel und Gretel dabei, diese grausige Geschichte zu überleben. Oh je. Hänsel und Gretels Tagesausflug. Ja. Klingt natürlich auch toll. Okay, Hänsel und Gretel sind da draußen auf Erkundungstour. Gib ihnen etwas, womit sie eine Spur hinterlassen können. Okay. Die haben eine Spur hinterlassen aus Brot. Bitteschön. Wie im Märchen hat das auch super funktioniert. Versuchen wir etwas anderes. Eine Spur. Und du kriegst eine Farbe. Ja, damit kannst du gut Spuren hinterlegen. Ach, lass dir doch mal was einfallen hier. Deswegen, hier so Tröpfchen drauf machen. Womit könnte man denn sonst noch Spuren legen?
Steine. Stein. Da. Ja, das ist mir klar. Jodlerin. Ja, im Prinzip brauchen sie irgendwas, was sie zerpflücken können und was die Vögel nicht fressen. Ja. So, ja, wenn's Telefon klingelt. Ja, wo war ich denn jetzt? Achso, ich wollte jetzt irgendwas erschaffen, was liegen bleibt. Deswegen eigentlich hätte ich jetzt gedacht, mit so einem Farbdingen wäre das doch ganz gut. Ja, hartes Brot. Kieselsteine. Okay. Ich hatte da einen Stein hingelegt. Aber ja. Hilf der alten Frau dabei, Feuerholz zu hacken und es zum Herd zu bringen. Ich hab doch hier eine Axt, oder? Attacke! Okay. Mal hier so ein Holzfäller. Was auch immer. Haha, ihr seid in meine Falle getappt. Gretel wird mir als Sklavin dienen und Hänsel wird mein Abendessen sein. Jupp, und einfach unter den Arm geklemmt. Damit er die Hexe austricksen kann, bloß sodass sie ihn nicht isst. Hier, Hänsel, kriegst du meine Axt. Bitteschön. Ne, nicht. Nee, nicht Rucksack. Hier kriegst du halt einen Stock. Himmelswillen. Ast da. Die Axt wäre wesentlich nützlicher gewesen. Sollte es einen Zeitgewinn, das sollte einen Zeitgewinn bringen. Locke die Hexe schnell zurück zum Ofen. Kuchen? So, ich hätte vielleicht einfach nur das Feuer löschen sollen. Das ist deine Chance. Ach so, macht Gretel. Jetzt rette Hänsel und dann nichts wie weg. Oh. Kalt. Wie, der ist zu heiß zum Anfassen. Hallo, ich hab den doch hier kalt gemacht. Ofenhandschuhe. Da doch. Geht doch. So. Und
Ja, kann ich das... Also einfach mal gegen das Schloss gerannt. Funktioniert auch. Lauft nach Hause, Kinder, vielen Dank. Ja, okay. Das ist für dich. Jada, jada, jada. So, nimm mit. Und weiter. Also hier kommen wir ja nicht weiter mit seinem komischen Schaf. Gucken wir mal nochmal. Schaf, Schaf, Schaf. Das ist nicht mein Schaf. Das Essen kam mir in den Sinn. Nun ist es weg. Ich weiß nicht wohin. Ja, hast du es gegessen oder nicht? Mir ist jetzt auch kein Schaf irgendwie untergekommen. Also wenn ich ihm irgendein Schaf gebe... dann ist es natürlich auch nicht richtig. Da muss ich ihm ein kleines Lamm geben. Könnte natürlich sein. Ah, hier. Kleines Lamm. Junges Schaf. Ja. Röntgengerät. Vielleicht sehen wir ja dann, wo... aha. ...dein Schaf hinten ist. Okay, also von der Logik her war es richtig, die Ausführung war, weiß ich nicht, habe ich nicht verstanden. Okay. Wohin geht es denn als nächstes? Auf die Pünktcheninsel. Oh wei. Okay, hier auf der Pünktcheninsel treiben wir uns dann in der nächsten Folge rum. Bis dann. Dann.